Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Herzgeschichten. Mein Gast heute hat ein ja wirklich unglaublich bewegtes Leben hinter sich. Er gehörte zur erfolgreichsten Band der Scorpions. Bis 1996 war er als Schlagzeuger bei der weltberühmten Band mit dabei. In dieser Besetzung, ja, der goldenen Ära, kann man sagen, veröffentlichten sie Rockhits wie Rock You Like a Hurricane oder Wind of Change, die international zu den bekannten Rockklassikern gehören. Mit über 100 Millionen verkauften Tonträgern und 50 Jahren auf der Bühne gehören die Scorpions zu den erfolgreichsten, ja, und man kann wohl sagen, langlebigsten Bands der Musikgeschichte. Hermann Rarebell war viele Jahre auch als Produzent und Komponist für die Band tätig. Als Mitglied der Scorpions wurde er mit dem Echo, dem World Music Award ausgezeichnet und erhielt über 100 Gold- und Platin-Schallplatten. 1996 verließ Hermann die Band, war dennoch immer wieder als Gast mit auf der Bühne. Ja, und 2001 gründete er mit Prinz Albert von Monaco in seinem damaligen Wohnsitz die Plattenfirma Monaco Records. 2001 löste sich diese Firma jedoch wieder auf. Befreundet sind die beiden allerdings noch immer. Ja, 2016 dann, im vergangenen Jahr, gründete Hermann Rarebell sein eigenes Musikprojekt, die Rockwolves. Und ja, man kann wirklich sagen, ein sehr spannendes und musikalisches Leben liegt hinter ihm. Heute blicken wir zurück auf die legendären Tage der Scorpions mit Hermann the German, sein Spitzname seit dieser Zeit. Und wir erfahren, dass Hermann ein Mensch ist mit, ja, viel Herz. Sein Erfolg und sein Ruhm machen ihn zwar stolz, doch das Wichtigste im Leben, so sagt er, ist die innere Zufriedenheit und der Glaube daran, dass alles, was passiert, im Leben seinen Sinn hat, dass jeder für eine Aufgabe in diesem Leben bestimmt ist. Ich freue mich jetzt sehr auf dieses Gespräch und ja, es ist mir eine Ehre, ihn heute hier zu haben, holen wir ihn ab. Da ist er auch schon. Ja, hallo. Herzlich willkommen in Kitzbühel. Und auf Rosi Sonnbergstuben. Du hast es dir gemütlich gemacht. Es ist mir eine Ehre, dich heute hier zu haben. Eine, ja, man kann sagen, deutsche Musiklegende eigentlich. Hörst du das gerne noch? Oder? Ja, ich habe gelernt, damit zu leben. Wenn mir jeder sagt, du bist eine Musiklegende, fange ich es langsam auch an zu glauben. Nein, bist du, glaube ich, wirklich. Also was du alles geleistet hast, da freuen wir uns heute auf jeden Fall noch. Wir werden heute einiges aus deinem Leben erfahren. Wir bleiben heute in der Nähe, fahren nur mit dem Lift hoch und dann laufen wir gemütlich runter und ja, genießen die Aussicht und ratschen ein bisschen. Gepackt habe ich auch, der Rucksack ist voll. Also wir sind bereit. Also, bist du bereit? Abfahrt, bereit. So, willkommen am Berg, mitten im Schnee, ein paar hundert Meter weiter höher. Ganz toll. Wahnsinn, oder? Ja, wirklich Wahnsinn. Mit der Sonne jetzt noch, also jetzt haben wir wirklich einen traumhaften Ausblick. Wo ich dich begrüßt habe auf der Sonnenbergstube, habe ich ja gesagt, deutsche Legende. Ist dir klar, was du mit den Scorpions und natürlich jetzt auch immer noch mit deiner neuen Band Rockwolves, was ihr eigentlich für einen Beitrag geleistet habt zur, ja, Menschheitsgeschichte schon fast? Ja, nee. Ist dir das schon, oder? Also uns ist das schon klar. Also wir waren die erste deutsche Band, die internationalen Durchbruch geschafft hat. Ja. Und mit Rockmusik. Also ich weiß noch gut, als wir am Anfang zu unserer Plattenfirma EMI Elektrola in Köln gegangen sind und ich denen dann erzählt habe, ja, wir wollen Amerika erobern und wollen auch in Amerika die Platte rausbringen, haben die immer nur gelacht und haben gesagt, meint ihr wirklich, die warten auf euch in Amerika? Das war so 79. Da hat er gesagt, es gibt Led Zeppelin, es gibt die Purple, die brauchen noch keine Band aus Deutschland, die noch nicht mal Englisch sprechen kann und da wollt ihr Amerika erobern. Und so ging das dann. Und so war das die ganze Zeit. Ja, Musik verbindet einfach. Ihr habt es geschafft. Und wir haben es geschafft und wir haben bewiesen, dass es geht. Ne? Ja. Und ich denke mir, dass das bestimmt auch noch für etliche deutsche Bands geht, wenn sie ihren Horizont erweitern und denken, wir wollen nicht nur in Deutschland groß sein, sondern in der ganzen Welt. Mhm. Das war unser Ziel immer. Mhm. Wurden zwar oft ausgelacht darüber, aber wir haben es bewiesen.
gläubiger Mensch? Ja, bin ich. Ich glaube auf jeden Fall eine höhere Macht. Ich glaube an einen Schöpfer. Und das habe ich auch öfters gespürt in meinem Leben. Ich glaube auch an Schutzengel, weil ja? sonst wäre ich schon ein paar Mal tot gewesen. Und ich muss sagen, ich glaube da total dran. Ich bin nicht überein mit der römisch-katholischen Kirche, was die da alles sagen. Das muss man ja. Da habe ich viele Zweifel. Aber im Grunde genommen glaube ich an diese höhere Macht oder unseren Schöpfer. Und ich glaube auch, dass alles in der Natur geregelt wird von Gott. Und wenn ich mir das so angucke, da sind wir als Menschen noch gar nichts. Ne? Wenn die Natur böse will, das siehst du gerade an diesen Naturkatastrophen, die Hurricanes. Was willst du, Mensch? Ne? Wer hat hier die Macht? Ich, die Natur oder du? Wir versuchen, die Natur kaputt zu machen. Das ist die Antwort. Jetzt hast du gerade ja auch von, fand ich ganz schön, auch von Schutzengeln gesprochen. Das heißt, bist du jemand, ja, der auch redet mit Engeln, der mit Gott spricht? Bist du jemand, der betet? Oder nee, ich bete halt eben zu dieser höheren Macht. Ne? Was auch immer es für dich ist? Was auch immer es für mich. Und ich denke mir jetzt, ist mein Hauptanliegen ist, dass ich gesund bleibe, ist klar. Was hast du von dem ganzen Geld, wenn du das nicht ausgeben kannst? Nummer eins, du bist krank. Ne? Es müssen Gebete sein, die auch Sinn machen. Ich bitte um meine Gesundheit. Ne? Ich bitte, dass meine Ehe hält, dass es meinen Kindern gut geht. Das sind die Gebete, denke ich mir, die auch dann erhört werden. Wenn du jetzt nur für materielle Sachen willst, betest, bitte, lieber Gott, schenk mir nächstes Woche einen neuen Ferrari. Was soll das denn? Du kommst nackt und du gehst nackt. Ja, das hat mich doch zu dir gesagt. Ja, hast du mir das gesagt? Dann haben wir das im Vorgespräch gehabt. Ja. Und also, so ist es. Du kommst nackt und gehst nackt. Und alles dazwischen ist, du kommst hierher zum Lernen. Das ist der Grund, warum du hier bist. Und wenn die Lektion nicht gelernt hast, dann ist das wie in der Schule. Dann musst du es wiederholen. Für was bist du dankbar in deinem Leben? Was du bekommen also das, ich bin zum Beispiel dankbar, dass Gott mir meine Träume erfüllt hat. Ich wollte also als Jugendlicher, 14, 16, 17, wollte ich immer Rockstar werden. Aus den offiziellen Gründen, damit ich endlich mal Mädels haben kann, damit ich Geld haben kann, die üblichen Sachen. Aber was das so viel Arbeit ist, das kann sich keiner vorstellen, bis man dort ist. Ne? Also das wurde mir auf jeden Fall erfüllt, dass ich weltweit bekannter Musiker wurde, dass mich weltweit die Leute lieben für die Musik. Das wollte ich auch immer den Menschen Freude bereiten mit meiner Musik. So eine gute Band gefunden habe, wie die Scorpions übrigens in England, durch Michael Schenke. Und dass diese Sachen alle auch in Erfüllung gegangen sind. Ich habe dann immer gesagt, Mensch, lieber Gott, es wäre doch schön, wenn unsere Musik weltweit gehört werden könnte. Und das ist passiert alles. Aber ja, hattest du vielleicht doch alles im Kopf und es kam alles so, wie es für dich und dein Leben sein soll. Das hat alles seinen Sinn, sehe ich. Ja, ich habe immer an die Worte von Jesus gesagt, Glaube und der Glaube versetzt Berge. Und das ist wirklich wahr. Es spielt sich alles im Kopf ab. Ne? Der Mensch macht sich selber seine Grenzen. Und so war es auch teilweise bei uns früher. Wir waren ja schon glücklich, dass wir in Deutschland bekannt geworden sind. Sind aber im Ausland zuerst bekannt geworden, bevor die Deutschen uns dann akzeptiert hatten. 1984 mit Stellario. Da waren wir schon in Japan Superstars. Und erst in Deutschland hat das 5, 6 Jahre gedauert, bis die richtige Single rauskam, sprich eine Ballade. Und in Amerika war es Rocky Like a Hurricane, in Deutschland und Frankreich war es Stellario. Also ein bis dato sehr erfülltes Leben. Über die Bandgeschichte sprechen wir später noch mal ein bisschen. Oh, absolut. Und jetzt sagen wir, laufen ein Stück weiter, oder? Gerne. Da kommt's. Du bist ja, glaube ich, was ich ja total lustig finde, du bist ja von Sternzeichen tatsächlich auch ein Skorpion. Ja. Du bist im November geboren, also bald, oder? Ich bin am 18. November. Du hast vorhin schon mal kurz ein bisschen angesprochen, deine Kindheit. Also bist ja vor allem auch bei deiner Mama, glaube ich, aufgewachsen. Ja. Oder? Die haben sich ja dann auch irgendwie getrennt, die Eltern. Und du hast angefangen, und daran erkennt man eigentlich auch, was für eine Leidenschaft das war. Du hast angefangen, auf Töpfen, glaube ich, Musik zu machen. Das war schon dein erstes Schlagzeug, die Töpfe von Mama. Ja, meine Mutter hat mir das erzählt, so war ich so 5 rum, 6 rum. Ja. Dann habe ich dann immer auf diesen Töpfen rumgeschlagen mit der größten Freude. Ja. Und ich weiß noch gut, wie mein Opa zu der Mama gesagt hat, nimm dem die Stöcke weg, das waren so Besen, ne? Ja. Sonst geht das noch im Fleisch, im Blut über. Mein Großvater war Polizist, Oberkommissar, mein Vater auch später. Ne? Mhm. Und die wollten natürlich, dass der Junge auch in diesen Beruf reingeht. Ne? Ich hatte natürlich seit meinem 14. Lebensjahr, auch früher schon, seit meinem 12. nur die Musik im Kopf. Ja. Du musst dir vorstellen, als ich in dem Alter war, da kamen die Beatles raus mit She Loves You, die Rolling Stones. Die du ja dann zu spät auch noch kennengelernt hast, ja, ja. Wo du jetzt befreundet bist wahrscheinlich. Also das war unglaublich, dann
das war eine Bewegung damals in der Jugend, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Wir waren alle Beatles verrückt, alle haben sich die Haare dann wachsen lassen und so. Ich war da noch auf der Schule. Mhm. Und ich hatte am Wochenende, habe ich schon gespielt, da waren wir so 14, 15, die Band hieß Mastermen, The Mastermen. Aber wir haben dann nachgespielt, Beatles, Rolling Stones, Kings, alles was halt eben damals in war. Aber was ich bei dir wirklich cool fand und das zeigt eigentlich auch wieder, was es heißt, wenn man an sich glaubt und an seine Visionen. Du hast von Anfang an die Vision gehabt, ich will in einer großen Band spielen. Ja. Aber das finde ich cool, weil genau so läuft es doch im Leben. Man muss an das glauben, das hast du eigentlich von Anfang an, weil dir ist eigentlich klar, dass das irgendwann so kommen wird. Der Glaube ist das allererste, was man braucht. Es ist bei mir schon fast ausgeartet in Besessenheit. Ich habe einfach dann geglaubt und habe mir gedacht, das ist es, das willst du machen, also übel. Ich muss aber auch dann sagen, da war ich 14, die anderen haben dann 20 D-Mark bekommen, auch Taschengeld im Monat, wie ich auch. Aber ich habe mit den 20 D-Mark musste ich mein Schlagzeug abbezahlen. Da musste meine Mama noch bürgen dafür. Das hat so 1000 D-Mark damals gekostet, die ersten Teile. Ne? Und es gibt kein Genie, das geboren wird, das gut ist. Man hat einen dicken Talent und dann muss man üben. Erstes Schlagzeug kam, dann kam auch Akademie. Und eigentlich war dein Ziel, du hast immer gedacht, in Deutschland schaffe ich es nicht, muss ins Ausland. Deswegen kam auch diese ganze England-Zeit, oder? Ja, es war halt eben so, ich bin dann in Saarbrücken, im Saal, ist klar, auf die Musikhochschule Saarbrücken, habe da auch die Aufnahmeprüfung bestanden, habe dann 4 Semester Musik da studiert, musste dann noch Klavier dazu machen, muss man mal 2 Sachen machen und habe dann auch Noten gelernt, alles, was man halt als ausgebildeter Musiker braucht. Und dann stand nach 4 Semestern, habe ich gesehen, wo das hingeht. Dann habe ich mir gedacht, okay, wenn du das jetzt abschließt, dann kannst du entweder gehen zum Saarländischen Rundfunk oder ans Saarländische Staatstheater. Dann kommst du dort in den Orchestergraben, ins Orchester. Aber das sind alles klassische Werke. Mhm. Und wenn du da die Noten zumachst von denen, dann können die nicht weiter improvisieren, weil sie das nicht gelernt haben. Ja. Die können also nur nach diesen Noten spielen, wenn das Heft zu ist, ist vorbei. Und ich war ein Musiker, ich habe dann die englischen Musiker beobachtet. Da haben mir gesagt, sowas musst du machen, aber findest du hier nicht. Also hat mein Vater gesagt, ich fliege jetzt nach England, das war 1972. Und dann habe ich zu meinem gesagt, Papa, fahr mich mal nach Ostende. Dann haben wir mein Schlagzeug dort auf ein Schiff geladen. Ach Gott. Und dann bin ich drüben angekommen in England. Wir waren dann auf der Victoria Station. Und nach 4 Wochen war mein Geld alle und Hermann musste sich mit verschiedenen Jobs über Wasser halten. Einmal war ich Barman, dann war ich im Hyde Park, war ich Gärtner. Da hat jeder so einen Stock bekommen, habe ich nie vergessen. Da mussten wir die Blätter so, weißt du, im Hyde Park aufmachen und dann in so einen Plastikeimer machen. Dann war ich mal Barman, auch 3 Wochen in so einem Pub. Und 1974 sagte dann Michael Schenker, den ich natürlich in England wieder getroffen habe, der mir dann gesagt hat, der war da schon Superstar mit UFO. Der hatte da schon Hits wie Dr. Doktor und Lights Out in London. Also der war schon ganz weit vorne. Da hat er gesagt, du, ich kann mir vorstellen, mein Bruder, der hat eine Band, die heißt Scorpions, spiel doch da mal vor, die suchen einen Drummer. Da hat er gesagt, wann kommen die denn? Ja, die kommen, das war dann Ende 76, die kommen jetzt im Frühjahr und spielen im Marquis Club, ein damals sehr bekannter Rockclub in der Water Street. Da kannst du dir ja mal angucken. Am anderen Tag war dann auch das Vorspielen, was er mir nicht gesagt hat, dass da noch 50 andere Schlagzeuger auch kommen. Michael, das war nicht nett. So, und ich stand dann da, ich war dann einer von den wenigen, die 3 Stücke spielen durften. Da hat Rudolf hat dann direkt gesagt, okay, wir spielen jetzt mit jedem von euch 3 Stücke. Und danach, don't call us, we call you. Ne? Du kennst ja den Spruch. Ja, ja. Ja. Dann war ich einer von den wenigen, die 3 Stücke gespielt haben. Dann haben sie auch zu mir gesagt, wir rufen dich dann morgen an. Ne? Ich war ja Deutsch. Ne? Mhm. Dann habe ich mir gesagt, alles klar, komm. Schlagzeug angepasst. Wirklich am anderen Morgen um 10 als Telefon geklingelt. Ja, wir würden dich gerne als neuen Drama für Hammer, uns oder? Nehmen. Ein lebensveränderter Anruf. Er hat es natürlich nicht verstanden in dem Moment. Ja, gar nicht. Aber war der entscheidende lebensveränderte Anruf meines Lebens. So, und dann habe ich denen mein Schlagzeug mitgegeben, damit ich schon nach Hannover im Transporter. Mhm. Und Rudolf drückt mir dann so ein Ticket in die Hand und sagt, da ist der Flug, der Rückflug. Sag ich, hier, das ist eins, das ist abgelaufen. Wenn das Datum da nicht mehr steht, das war so ein Billigticket, dann kannst du damit nicht fliegen. Nee, das kannst du ändern. War natürlich nicht so. Bin dann zum Flugplatz und hab dann angerufen, gesagt, hier, Ticket geht nicht, so, ne? Das war mit dem letzten Geld telefonieren. Und dann hat er gesagt, okay, wir schicken dir dann ein neues. Das ist doch 3 Tage später kam dann das neue Ticket an. Okay. Und mit dem bin ich dann nach Bremen geflogen, weil nach Hannover ging damals dieser Flug nicht. Und am selbigen Tag, am 17. Mai,
1977 war die Hochzeit von Klaus Meine. Mhm. Und da sind wir dann direkt hingefahren und haben da gefeiert. Das war mein Einstieg in der Band. Wahnsinn. So, ein Jausen gehört natürlich dazu, oder? Prost, was denn da hier? Prost, ja klar. Das gehört Prost dazu. Auf dem Berg, Prost halt auf dem Berg. Mhm. Leute, ich wäre froh, ihr wärt alle hier und könntet das sehen. Das ist ja so schön, ja. Das Thema Liebe ist ja, sag ich mal, ja, wenn man Rockstar ist, vielleicht nicht so einfach, wie ich mir vorstelle. Sag mal so, es ist eine Frage des Alters, wie du darüber denkst. Aber ich bin aus Liebe, bin ich nach München dann damals wieder zurück, meine Frau kennengelernt und ich finde, das ist das Schönste im Leben, wenn es richtige Liebe ist. Ne? Warst du immer auf der Suche nach wahrer Liebe im Leben, würdest du sagen? Aber ich wurde dann auch ein paar Mal bitter enttäuscht. Es ist halt eben, wenn du Rockstar bist, dann lernst du jemand Neues kennen. Du weißt jetzt nicht, ist das Mädchen jetzt mit dir, mit Hermann, oder ist sie mit dem Rockstar Hermann? Mit dem Geld, mit dem Ruhm, mit dem Erfolg, oder? Sag mal, ja, in Amerika sieht man es ganz schnell, da ist das Dollarzeichen schon in den Augen drin, ne? Aber wenn man jetzt so einige andere kennenlernt, die lassen das erst später raushängen. Ne? Wir standen jeden Abend auf einem Präsentationsteller. Da sitzen dann 20.000 Leute. Von den 20.000 Leute sind 10.000 Frauen. Die Hälfte davon sehr wahrscheinlich unglücklich und frei. Und dann bist du auf diesem Präsentationsteller und wenn du dann jetzt eine von denen wenn du dir nehmen kannst, was du willst, das ist zu einer gewissen Zeit im Leben, ist wahrscheinlich auch einfach so bei dir gewesen, oder? Ja, es ist einfach, weil du ein Präsentationsteller bist und alles, was du sagen musst, ist, hast du noch Lust mit mir im Hotel nachher noch was zu trinken? Da sagen die meisten, was im Hotel wohnt ihr denn? Ja, da und da. Und wenn ich ein Mädchen nachts um 2 Uhr frage, kommst du noch mit zu mir aufs Zimmer was trinken, dann brauchen wir nicht weiterreden. Dann weiß jeder Bescheid, beide, das Mädchen und ich. Mhm. Das geht man nicht nachts um 2 Uhr mit einem Mann aufs Zimmer, oder? Ja, ja, klar. Und auf der anderen Seite suchst du doch, wie jeder Mensch, suchst du jetzt eine feste Beziehung, du willst jemanden haben, dann bist du in dieser festen Beziehung, dann sagt das Mädchen, ich bin ja nur alleine, du bist immer nur auf Tour. Stimmt und dann ja später, auch. Als meine Tochter kam, das war dann genauso. Und ich habe es meiner Tochter erklärt, noch vor 2 Wochen, als ich sie gesehen habe. Mhm. Heißt, ich bin in dieser Zeit rausgegangen und habe Geld verdient, damit ich dich zur Schule schicken konnte, damit wir das Haus bezahlen konnten und alles, was so angefallen ist im üblichen Leben. Das Leben ist teuer, wie wir wissen. Und das hat sie auch verstanden. Wenn ich jetzt zu Hause geblieben wäre, dann wären diese Sachen ja alle nicht zustande gekommen. Aber bereust du es, dass du vielleicht zu wenig Zeit für sie hattest? Ja, das bereue ich sehr. Also ich hätte sie einfach mitnehmen sollen ab einem gewissen Alter, aber sie wollte nicht. Sie wollte auch kein Musikinstrument lernen. Ich habe sie auch nicht gezwungen. Ich bin jetzt keiner, der sagt, du musst jetzt das lernen. Manchmal so ganz wichtige Feste oder Sachen, die passieren im Leben, wie in Schulanfang, da konnte ich dann nicht mit hingehen, weil ich auf Tour war. Mhm. Graduation, also Prüfungen, die bestanden wurden, später Theaterstücke und Ballett. Diese Sachen, die habe ich alle vermisst, weil ich am Arbeiten war. Ich war auf Tour. Mhm. Und diese Arbeit besteht ja nicht auf diesen 90 Minuten auf der Bühne. Die sagen ja immer zu mir, das ist ein easy Job, den du hast. Du arbeitest 90 Minuten. Sag ich, ja. Mein Job fängt morgens um 8 Uhr an, wo ich zum nächsten Flugplatz fahre. Dann werde ich in die nächste Maschine gepackt. Dann komme ich dort an, dann fahre ich von dort zum Hotel, stelle kurz meinen Koffer hin, dann fahre ich zur Halle und mache Soundcheck. Danach ist ein Abendessen und dann fahre ich nicht mehr zurück zum Hotel. Dann bleibe ich dort bis 9.30 Uhr, bis 21.30 Uhr, bis unser Auftritt ist. Und dann wiederhole ich das am anderen. Dann komme ich nachts zum Hotel an um 1 Dann gehe ich da an die Bar und trinke noch was. Da sind dann sehr wahrscheinlich auch wieder Mädels dort. Ja. Hallo, wollt ihr noch was mittrinken? Es ist ein Kreislauf, aus dem du einfach nicht rauskommst. Ne? Mhm. Und du hast natürlich recht, dieser Bromi-Status hilft natürlich enorm. Als Rockstar hast du es natürlich leichter, ein Mädel anzuquatschen, weil die dich ja schon kennt von der Bühne. Ne? Aber jetzt ist so der Punkt, wo du sagst, du bist nicht angekommen, 68, oder? Ja, und denke mir mal, ich habe alles wirklich erlebt in meinem Leben, auch mit Frauen. Es gibt bestimmte Menschen, die treffen sich und die wissen von der ersten Sekunde an, das passt. Und ich habe Claudia gesehen und da wusste ich, das passt. Ein Jahr später waren wir verheiratet. Auch in Monaco, glaube ich, kennengelernt, gell? In Monaco, auf der Bühne habe ich die kennengelernt. Das war so ein und sie wollte da gar nicht so am Anfang, oder? Nein, die war ein bisschen genervt, glaube ich. Also Albert hat ein Konzert gemacht, diese Special Olympics nennt sich das, ne? Und dann kam sie dann auf die Bühne und sie sollte die Gesangsmelodie von Klaus Meine bei Okila Gehörke mit dem Saxophon spielen. Hat sie auch super gemacht.
Und ich habe da ja gestern die Geschichte erzählt, als wir dann in diesem Stadion saßen. Das ist ja kein großes Stadion, 22.000 Leute. Und da gab es dann diesen einen großen Sanitätsraum, der war dann für mich gedacht und für Sie als Garderobe. Und dann komme ich dann da rein, die steht da am Saxophon, werde ich nie vergessen. Und sagt die mir, ich muss mich noch einblasen. Da sage ich, kein Problem, Baby. Mach mal. Ne? Und da war mir klar, die sitzt jetzt da drin und spielt sich warm. Und dann habe ich dann auch nach dem Konzert natürlich gesagt, hast du nicht Lust, mit mir was essen zu gehen? Da habe ich dann gesagt, was hat sie gesagt? Nein, oder? Du willst ja sowieso nicht mit mir in die Kiste und so. Also das war nicht so eine einfache Sache, bis wir uns dann mal zusammengefunden haben. Hat aber dann doch funktioniert. Wir haben es dann funktioniert. Schön. Und wie du siehst, funktioniert ja immer noch. Nicht. Immer noch. Und das sehr sind jetzt schön, immerhin ja. 15 Jahre. Ne? Toll. Und ich schreibe schöne Kinderbücher und genau. so weiter. Also wir sind beruflich auch künstlerisch tätig. Und ich denke mir, das ist eine Sache, die in der Beziehung immer länger anhält. Die meisten Leute bauen ihre Beziehungen natürlich auf Sex auf, was wichtig ist, ohne Frage. Ja. Aber wenn es und nur es darauf aufgebaut ist, sag ich jetzt, ja. kann es nicht halten. Weil irgendwann ist das vorbei, wenn du da nichts anderes hast, was willst du denn dann noch sagen? Noch machen? Nee, was willst du denn dann noch reden? Du hast ein tolles Buch geschrieben, ich habe es auch gelesen. Also da erlebt man wirklich alles, was du auch zu Scorpions Zeiten alles so erlebt hast. Und mich haben eigentlich auch die letzten 5 Seiten beeindruckt in deinem Buch, weil das auch so ein bisschen, ja, da geht es um die Themen, die eigentlich im Leben auch wirklich wichtig sind. Und du hast mal gesagt, in dem Buch steht auch drin, dass dich ein Buch sehr beeindruckt hat. Das hat mit einem Yogi zu tun? Autobiografie. Warum? Was war das für ein Buch? Oder was hat dich da? Also es ist unglaublich, wenn du das liest, was diese Leute drauf haben. Und das ist alles vom Geist. Ne? Die Philosophie von diesem Mann ist einfach die pure Liebe zu den Menschen geben. Und ich weiß, was das bedeutet, wenn man die Musik vom Herzen spielt, um von der tiefen Seele, und das spüren die Leute, dann stehen denen plötzlich die Haare hoch, du siehst die weinen. Und ich denke mir mal, das ist ein schönes Geschenk, wenn du das machen kannst, dass du den Menschen diese Liebe durch die Musik weitergeben kannst. Und du siehst es bei Scorpions, es ist eine internationale Sprache, die überall verstanden wird, wenn wir spielen, sei es nun in Japan, sei es nun in Russland oder in den Vereinigten Staaten oder hier in Europa. Die Leute spüren einfach, dass der Vibe rüberkommt und dass das ehrlich ist, dass so ein die Liebe Herz kommt, auch das ist auch. Und das spüren die Leute und das ist meiner Meinung nach der Haupterfolg. Thema ist bei dir auch, was ich auch ganz schön finde, innere Zufriedenheit. Du hast sie gefunden jetzt, oder? Also hat es länger gedauert in deinem Leben? Oder weißt du, wann kam der Punkt, also bei dir, wo du gesagt hast? Ich bin natürlich am Anfang. Und das ist ja das Traum. Ziel eigentlich, wenn man was sagt, da will ich hin, egal ob Geld, ob Karriere, keine Ahnung. Ja. Um was geht es wirklich? Das ist wirklich mein Innerstes, dass ich zufrieden bin. Also ich denke mir mal, wenn du innerlich zufrieden bist mit dem, was du machst und was du tust, das ist ein ganz wichtiger Schritt. Und wenn du das wirklich machst, was du liebst, kommt das Geld automatisch, wenn du an die Sache glaubst. Ja. Und da denke ich mir, das sollte sich jeder mal überlegen, was für ihn wichtiger ist, jetzt einen Haufen Geld zu verdienen, um mit 50 Jahren an einem Herzinfarkt zu sterben, oder eine innere Zufriedenheit zu haben und das, was man hat, dass man damit zufrieden ist. Es gibt auch genug Menschen auf der Welt, die nicht so gut leben können für mich, wie wir das tun. Da denke ich mir mal, man sollte mal darüber nachdenken. Hier gibt es doch keinen, der Hunger hat. Nee. Da brauchst du nur jetzt 3000 Kilometer weiter zu fahren, dann hast du ein ganzes Land, das kurz vorm Verhungern ist. Und da mache ich mir auch Gedanken drüber und denke mir, im Prinzip ist alles total falsch verteilt. Und ich bin der Meinung, ich bewundere auch solche Menschen wie Bill Gates, die Hälfte ihres Vermögens von diesen ganzen Milliarden geben die aus an Charity. Also das bewundere ich sehr. Und das zeigt mir auch, dass der Mann den wahren Wert des Geldes erkannt hat, nämlich anderen Menschen mit diesem Geld zu helfen. Was nützt dir das, wenn du das Geld immer mehr bunkerst, dann wirst du irgendwann krank, dann kriegst du irgendwelche Depressionen und bist innerlich total unglücklich jeden Tag. Ja, was ist denn dann besser? Ist doch besser, wenn du innerlich zufrieden bist, du machst irgendwas, was dir Freude und Spaß macht und sei es nur, dass du ein Bild malst am Tag. Danke für die schönen Gespräche und jetzt machen wir noch ein bisschen Brotzeit und dann gehen wir zurück auf den Sonnenberg, so oder? So ist es, ja. Also, Prost. Nochmal. Prost.
Willkommen zurück, liebe Zuschauer, zum zweiten Teil von Herzgeschichten. Ja, wir haben uns ein sonniges Platz gesucht, der Hermann und ich. Uns geht's gut, wir brauchen nicht mehr, oder? Nee, wir brauchen nichts mehr. Wir haben alles. Das ist glücklich. Es war ein toller Tag. Wir haben Sonne und. Habt ihr viel versäumt. Schön, dass Bessiger erste Schnee gesehen dieses Jahr. Toll. Ja, genau. Und jetzt sitzen wir am sonnigen Platz. Also wunderbar. Also du hast, glaube ich, in den 21 Jahren, wo du dabei warst, alles erlebt, was man erleben kann mit den Scorpions. War die goldene Ära. Das war die goldene Ära, sage ich immer. Oder? Ja, das war praktisch, hatte ich alles schon zweimal erlebt. Weil die ersten 10 Jahre waren ja schon hochinteressant. Aber danach, da in den 80er Jahren, ging das ja richtig los. Und ich bin ja 96 ausgestiegen. Also ich kann wirklich sagen, das waren die 20 besten Jahre meines Lebens. Und waren das die 20 besten Jahre der Scorpions, wie wir alle wissen. Mhm. Die meisten Hits waren in dieser Zeit. Ich bin stolz, dass ich auf all diesen Hits gespielt habe. Von Wind of Change, yeah. To Love You, yeah. Hockey Like a Hurricane habe ich sogar einen Text geschrieben, Blackout, Dynamite. Diese ganzen Sachen habe ich auch mitkomponiert, mitgetextet. Und deswegen denke ich mir mal, ich war da schon ein ganz wichtiger Teil, nicht nur als Schlagzeuger, sondern auch als Komponist und Texter. Ja, und wir haben ja doch sehr viel bewegt in Deutschland, auch für den Rest der Welt. Wir sind die erste deutsche Band, die weltweit bekannt ist. Du kannst in Thailand mal aussteigen, dann sagen die dir, ja, Scorpions kennen wir. Ne? Und in Amerika dasselbe, ja. In Australien überall. Und das, denke ich mir, war das, was wir geschafft hatten, was doch keiner vor uns geschafft hat. Da bin ich sehr stolz drauf. Ich habe die erste Platte mit denen gemacht, 1977, im August. Die Platte hieß Taken by Force. Mhm. Und diese Platte war dann ein paar Monate später in den japanischen Charts in den Top 10. Und wir hatten dann eine Einladung, um in Japan zu spielen, in der Sun Plaza Hall, die wir sofort ausverkauft hatten, 2 Tage hintereinander. Krass. Also 3.800 Leute war damals für uns der Wahn. Und wir sind dann dort angekommen und wurden dann in Tokio empfangen, wie damals die Beatles. Kreischende Fans am Flugplatz. Und hier in Deutschland hat uns... komisch, in Deutschland nichts und dann der Unterschied? In Deutschland war gar nichts bis 1984. Da kam in Deutschland die Single Still Loving You raus. Ja. Und die hat dann den Durchbruch hier geschafft, weil das lieben die Deutschen und die Franzosen. Balladen, schöne, langsame Stücke, speziell die Franzosen, da war das... Der längst verkaufteste Nummer 1-Hit jemals in der Geschichte des Rock'n'Roll. Wir waren 6 Monate Nummer 1 in Frankreich, haben 1.700.000 Singles weggedrückt. Das haben die Beatles nicht geschafft und die Stones. Und da bin ich ganz besonders stolz drauf. Und in Deutschland ist das Ding dann auch auf Nummer 1 gegangen. Yeah. Und in Amerika zur selben Zeit Rocky Like a Hurricane. Als wir diesen großen Erfolg hatten, 79 und 78, in Japan wurde ein amerikanisches Management auf uns aufmerksam. Die hießen Leber und Krebs. Mhm. Und Leber und Krebs hat damals gemanagt AC/DC, Ted Nugent und Aerosmith. Das war natürlich für uns ein Segen, dass wir dann für diese 3 Bands Opening Act spielen können, Special Guest. Und die erste Tour, die wir gemacht haben, war tatsächlich mit AC/DC als Special Guest. Und eine unbekannte Band aus England, die da heißt Def Leppard, waren der Opener. Das war das Package. Und ich bin dann jeden Abend mit Bon Scott, das war der Sänger damals, das war 80, 81, mit dem um die Häuser nach den Gigs. Und dann haben wir in den Clubs noch gejammt mit den Local Bands. Und dann kamen wir dann zurück nach Deutschland und dann haben wir gesagt, hier passiert nichts, also lass uns auf Amerika konzentrieren. Mhm. Dann kam dann die nächste Tour, 80, 81, wieder AC/DC. Nächste war dann Aerosmith, die nächste war Ted Nugent. Und dann kam der große Durchbruch mit Blackout. Mhm. Blackout war dann die erste Platinplatte. Das hat damals, hieß das, 1 Million Verkäufe in Amerika. Und in Deutschland 500.000. Heute bist du Gold mit 10.000, 15.000. Du bist Nummer 1 mit 18.000. Bist du Nummer 1 in Deutschland. Es ist ja Wahnsinn, was da alles zusammenkommen muss, um diesen Erfolg auch zu haben. Was Glück, was der richtige Nerv. Ich meine, die Musik hat auf jeden Fall gestimmt. Es war wirklich Die Musik hat gestimmt, dann hat das Management gestimmt. Als Vorband von AC/DC und Aerosmith hatten wir jeden Abend 20.000 Leute, weil die Leute kamen, um AC/DC zu sehen oder um Aerosmith und haben uns dann entdeckt. Oh, da war eine New Band from Germany, Killer Band. Ne? Und wir wurden dann auch abgefeiert. Und als Blackout rauskam, ging das direkt in die Top 10. Das war das erste Platinalbum, die anderen waren alle Gold. Und es gab damals bei Love Drive, das Cover wurde von Playboy zum Cover des Jahres gewählt, 1979 war das. Und da war ein Kaugummi an der Brust von einer Frau fertig und die hat er so rübergezogen. Und das haben die Amerikaner eingehüllt in rotes Vinyl, also rote Plastik. Vinyl, ja. Und da stand dann vorne drauf, Achtung, Vorsicht Eltern, die Lyrics hier drin sind grenzwertig. Und dann lief auch immer im Radio, wenn da irgendwas kam, wenn da Fuck kam, dann war da immer Piep, Piep. Da war dann bei uns lief immer Piep, 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 Piep die ganze Zeit.
Und das war für die Kids perfekt. Die haben dann die Platte gekauft mit der Verkleidung. Da waren wir sofort Gold, innerhalb von 8 Tagen. Also San Bernardino Valley. Ich glaube, ja. Das war das bahnbrechendste Konzert, wirklich jemals gemacht. Da waren über 500.000 Leute. Also wir sehen jetzt auch gerade die Bilder eingeblendet. Wir sitzen dann noch in unserem Hotel und kriegen einen Anruf von unserem Tourmanager. Ja, ihr könnt euch das sparen, mit dem Auto zu fahren. Da braucht ihr 8 Stunden. Wir schicken euch jetzt einen Hubschrauber, damit ihr über diese Masse fliegen könnt. Da waren dann unter uns diese 500.000 Leute. Wir sind im Hubschrauber, du siehst da, wie man Hubschrauber einsteigt, fliegen über Leute, siehst die ganzen Leute und wirst ja gleich sehen im Film. Und dann landen wir, da warten da 2 Limousinen. Und die fahren uns dann diese 200 Meter zur Bühne. Wir gehen auf die Bühne, der Ansager macht die Ansage, Ladies and Gentlemen, from West Germany, the Scorpions. In dem Moment fliegen 5 Düsenjäger über die Leute, fliegen die weg und gehen hinten so weg. Ja. Das war dann Festival, Headliner war Van Halen, dann wir Special Guests, dann war eine unbekannte Band aus Amerika, damals Motley Crue. Okay. Dann kam ein Künstler aus England, Ozzy Osbourne, und vor dem hat gespielt Quiet Riot. Ja, und das war dann praktisch unser Durchbruch. David Lee Roth war an dem Abend komplett betrunken, sodass wir die Sache übernehmen konnten und haben alle an die Wand gespielt an dem Tag. Und danach waren wir in Kalifornien zumindest the New German Superheroes. Und dann kam Blackout raus, ein paar Wochen später, bumm, direkt Nummer 1. Und das war es dann in Amerika. Ne? Wahnsinn. Und noch ein absolut Hammererlebnis für dich war die Begegnung Michail Gorbatschow. 88 waren wir die erste Band, die jemals in Russland gespielt hat. Gorbatschow kam dann ein Jahr später zu diesem berühmten Moskau Music Peace Festival. Yeah. Das war am 12. und 13. August. Dann gingen wir durch den Gorki Park durch und am selbigen Tag hat Klaus Wind of Change geschrieben. Es gab damals die erste Eröffnung von McDonald's. Erster Hamburger, muss ich dir vorstellen, das war 1989, ja. Und dann haben wir da gespielt und unsere Vorband, die hieß auch Gorki Punk, das waren Russen. Ne? Und als ich da im Flugzeug saß, 88, das Jahr davor, und wir flogen das erste Mal da an, dann habe ich die ganzen Schauergeschichten, die ich gehört habe als Kind. Jetzt landest du, jetzt wirst du verhaftet und wirst den Rest deines Lebens in einem Arbeitslager in Sibirien verbringen. Habe ich gedacht, warum machst du sowas? Und dann kamen wir da an. Passports, please. Da habe ich gesagt, das war's. Wurden wir in so eine spezielle Area geführt, dann stand dann auf dem Tisch Kaviar, Wodka, give us 10 minutes für die Pässe. Dann haben die 10 Minuten Pässe, wir haben da gesessen, gegessen und getrunken. Dann kam er, welcome to the Soviet Union. Draußen standen die Limousinen, das war wie im Film. Und wir wurden dann nach Leningrad gefahren zum Spielen. Und dann haben sie uns gesagt, wir wollen nicht, dass ihr in Moskau spielt, weil das ist am 1. Mai, das ist der Tag der Arbeit, da haben wir Angst, dass da eine Revolution ausbricht, wenn ihr da spielt. Man hat also richtig gemerkt, es war ein Brodeln. Und ein Jahr später, 1989, da hat man wirklich gemerkt, dass der Wind of Change kurz vor der Tür stand. Und Klaus hat diesen Vibe auch gut abgepickt. Und ja, also wir alle wissen, am 9. November desselbigen Jahres. Ich war in Paris auf einer Promotionreise und sitze im Hotel Warwick und klicke. Siehst und dann sehe ich, wie die Mauer fällt. Und unten drunter läuft Wind of Change. Hammer. Das war der Hammer. Und das war unser Glück. Das heißt, unser Glück ist, das war Zeitgeschehen. Und Wind of Change hat zu diesem Zeitgeschehen gepasst. Und lief auch im Video, siehst du auch, wie Gorbatschow den Handshake macht mit Präsident Reagan. Und ein Jahr später haben wir mit Roger Waters das Konzert gemacht, The Wall. Also das war auch ein Hammerkonzert. Da sind 400.000 Leute auf diesem Nowhere-Land, wo vorher die Minen waren. Okay. Und haben die Leiter angemacht. Kann ich dir sagen, da standen meine Haare so hoch. Das war ein Feeling, kann man nicht beschreiben. Ne? Was war Gorbatschow für einen Mensch? Das war ein ganz toller. Denn da ich aus dem Saarland komme, hat er gesagt, ja, bei dir im Saarland war ich auch. Ich war in Ottweiler und habe Honecker damals besucht. Mhm. Ist ja klar. Ne? Genau. 92, als Schröder Bundeskanzler war, dann hat er Hannover besucht und wir saßen dann alle in der Halle, vorne in der ersten Reihe. Und dann kam er dann rein und ist direkt auf uns zugegangen. Hallo Jungs, wie geht's? Und die nicht anderen zu den Politiker, nicht mal. Die haben da gesessen. Die haben den Hass geschoben, sag ich dir. Ist ja klar. Ne? Du warst ja auch Komponist für die Scorpions. Unter anderem ja, einer der Mega-Hits. Oder der also Mega-Hits. Rock You Like a Hurricane. Rock You Like a Hurricane wird heute noch wie oft gespielt auf der Welt? 150 Mal am Tag Minimum in Klassik-Rockstationen. Sag mir, wo hast du dieses Lied geschrieben? Und vor allem, warum? Ich kann nicht dir sagen. Ich bin in einem Hotelzimmer morgens wach geworden, 5 Uhr nach einer langen Partynacht. Und die Lyrics, die fangen ja an. It's early morning and the sun comes out. Last night was shaking and pretty loud. Dann weißt du schon immer, my cat is purring and scratches my skin. So what is wrong with another sin? Das sind die ersten 8 Zeilen von dem Song. Und diese Lyrics haben natürlich maßgebend auch zum Erfolg des Songs beigetragen. Weil die Amis sind ein Partyvolk.
Okay, die haben sich wieder gesehen. Die haben sich wieder gesehen, genau. Und ich habe praktisch das Zeitgeschehen denen mitgeteilt. Weil ich war ja auch so ein Party annehmen und habe jede Nacht gepartet. Und morgens um fünf mache ich den. Setzt du dich hin, schreibst nachts morgens um ein paar Zeilen und dann wird es ein Welthit. Ja, das, manchmal sitzt du an einem Text eine ganze Woche und es wird kein Welt. Und bei dem hat es eben funktioniert, weil alles gepasst hat. Der Vibe hat gefasst, die Geschichte war wahr. Und die Leute haben das auch so gesehen. Ne? Erzähl uns kurz, was ist das für ein Leben gewesen? Ich meine, man kennt das ja oft von den Rockstars, so wie ihr es wart. Sex, Drugs und Rock'n'Roll, war es das? Ja, absolut. Was würdest du denn 21 machen als Jahre junger, lang? Ja, was würdest du denn als junger Mann machen, wenn du jetzt die Gelegenheit hast? Du stehst jeden Abend auf dem Präsentationsteller und viele schöne Frauen bitten dich doch mal einen Abend mit ihnen zu verbringen. Dann sagt doch kein junger Mann nein, ja, also sicher. Ich möchte ihn mal kennenlernen. Ja. Und wer da sagt, er sagt nein, der lügt ganz einfach. Also es war so die ersten Jahre, als wir da die Vorbands waren, Special Guest von AC/DC und Aerosmith, da sind wir zu fünft in einen Tourbus gereist. Wir hatten unseren Fahrer, wir hatten unsere Rodis und alle waren in diesem Bus. Das war also nach dem Gig sind alle in dem Bus und man ist zum nächsten Hotel gefahren. Da ist man dann morgens um 6, 7, 8 angekommen, dann hat man dann schlafen können von morgens 8, was weiß ich, bin das um 2 oder um 1. Dann hat der Tourmanager um 3 Uhr Soundcheck. Und meistens ging das Konzert abends um 20 Uhr los. Und da wir meistens dann in diesem Stadion noch die erste Band waren, mussten wir auch um 20 Uhr anfangen. Ne? Mhm. Headliner waren wir ja nicht. Headliner sind wir erst geworden mit Blackout. Ja. Als erste Platinalbum, dann waren natürlich alle Veranstalter. Wie viele Platten hast du? 100? Oder? Wie viel verkauft haben? Wie viele Auszeichnungen hast du? Bestimmt 100. Ja. 100, oder? 100 Gold und Platin, ja. Okay. Trotzdem kam für dich nach 21 Jahren der Punkt, wo du gesagt hast, jetzt ist Schluss. Ja, nee, es war alles erreicht. Warum? Es war alles erreicht. Es war dann schon der dritte Anlauf. Also 96 war das, wo du gesagt hast, steig jetzt aus. Da habe ich dann irgendwann gesagt, also Leute, ich will jetzt nicht mehr. Ich habe auch gemerkt, dass meine Gesundheit... Das ist nicht leicht, oder, in dem Moment? Nee, es war so, also, ich habe ja damals schon in Monaco gelebt und da waren ja schon die ersten Gespräche mit Albert, dass wir Monaco Records machen und so. Das war für mich eine gute Alternative. Also Albert, müssen wir noch kurz dazu sagen, jetzt. Genau. Und das war so eben so, dass ich dann auch gesagt habe, Jungs, es ist halt so und so, es ist auch ein Angebot für mich da vom Prinz Albert und ich sehe jetzt keinen großen Sinn, immer dasselbe nochmal ein anderes Stadion und so. Und war also ganz froh, dass ich mal in Monaco ein bisschen sesshaft geworden war. Wie viele Jahre warst du in Monaco dann? 17 Jahre danach. 17 Jahre, ja. Hast dann eigentlich mit Albert viel zu tun gehabt, seid immer noch befreundet. Und was er auch, das glaube ich, das Geheimnis dürfen wir verraten, er hat ja auch einen Schlagzeug, glaube ich, im Palast und ist, war ein großer Fan von dir und spielt, glaube ich, immer noch Schlagzeug. Er hat mich kennengelernt bei Blackout und hat mir erzählt, dass er in Amerika studiert hat und im College, wo er war, da lief Blackout rauf und runter und seit der Zeit. Und da ich dann eine Monegassin geheiratet hatte, war das auch leicht, dann ein persönliches Treffen zu machen. Und dieses erste Treffen war eine Wellenlinie. Aber eigentlich warst du immer, sag ich mal, an Orten, es gab dort immer viel Geld, viel Ruhm und viel Erfolg. Das heißt, du warst eigentlich, ich weiß nicht, wie viele Jahre in deinem Leben umgeben von all diesen, ich sag jetzt mal, materiellen Dingen auch, oder? Ich habe da auch in Monaco Sachen erlebt, wo ich mir gedacht habe, das kann es nicht, das kann nicht die Erfüllung seines Lebens. Dass ein 84-jähriger Mann im Rolls-Royce bei dir vorbeifährt mit einer 30-Jährigen drin, mit der du noch 3 Tage vorher zusammen warst. Was soll das? Also irgendwann habe ich mir gedacht, das kann nicht der Sinn des Lebens sein. Gott hat mir die Gnade gegeben, gute Musik zu machen. Ich habe dann dieses Geschenk genommen und habe hart daran gearbeitet. Ich habe mehr geübt wie jeder andere Schlagzeuger, glaube ich. Ja. Und nur wenn du viel übst und viel an dir arbeitest, Übung macht den Meister, kommst du zu diesem Punkt, dass du ein richtig guter Drummer-Schlagzeuger bist. Du hast ja jetzt, glaube ich, vor einem Jahr warst du deine eigene Band gegründet, dein eigenes Musikband, die Rockwolves, auch eine coole Gruppe. Und ja, mittlerweile schon fast eins meiner Lieblingslieder geworden, also Rock for the Nation. Wir hören mal kurz rein, würde ich sagen, oder? Ja, unbedingt. Hier ist das Video. Gotta spread the news. We're gonna blow.
Also ein absolut Hammer Song. Danke. Genau wieder dein Style, oder? Ja, das ist Hermann. Es ist also, ich habe da einen Text drin geschrieben, zusammen mit unserem Sänger Michael Voss. Mhm. Und bei den anderen Stücken habe ich alle Texte geschrieben und mit den anderen natürlich die Musik und sowas dann auch geteilt, wie das so üblich ist in der Band. Aber ist auch wieder das, wo du jetzt sagst, okay, ich bin angekommen, oder? Kannst du es jetzt so sagen? Sehr gut. Ne? Oder? Und solange ich lebe, werde ich auch Musik spielen. Wenn ich natürlich eines Tages ganz alt bin und kann die Arme nicht mehr heben, dann muss ich es halt auch akzeptieren, wie alle alten Leute, muss sagen, es ist jetzt zu weit. Alter, ja, bereite dich vor, dass du demnächst ins Jenseits gehst. Das ist nun mal so. Nee, so wird es jetzt ja wohl noch nicht sein. Ich habe noch 30 Jahre. Genau. Was ist das Schwierigste am Schlagzeug? Also ich hätte ja Koordinationsprobleme. Das Schwierigste am Schlagzeug ist also die Koordination zwischen den beiden Händen zuerst mal, dass die rechte Hand was anderes macht wie die linke. Ja. Und ich spiele ja Doppelbass dran. Die haben wir heute nicht, aber das ist ja egal. Mhm. Dass also die beiden Füße auch noch einen bestimmten Rhythmus spielen und dann, dass du dazu dann... Unglaublich. Die Kombination machst. Und das dauert eben dann. Du kannst ja gleich mal sehen, wie ich die vier verschiedenen Sachen mache, dass die Hi-Hat dann durchgeht. Der Fuß macht was anders, die Hände machen. Das schauen wir uns jetzt auch an. Als erstes möchte ich mich noch bei dir bedanken, dass du uns ein Stück mitgenommen hast in dein Leben, in diese unglaubliche Musikgeschichte. Ja. Es war unglaublich spannend. Danke auch für die schöne Zeit am Berg. Ich danke auch und ich freue mich auf deine Sendung. Ja. Und ich freue mich auf die ganzen Filme und so weiter. Ich habe sie ja schon gesehen. Ich war ja dort live dabei. Und ich glaube, wenn die Leute das sehen in Verbindung, was wir heute erzählt haben. Also wir waren da wirklich bahnbrechend in dieser Zeit. Und es waren wirklich unglaubliche Jahre, die 80er, was da ablief. Ne? Ich glaube, heute wäre das nicht mehr so möglich. Nee, es war die Zeit. Es hat zu der Zeit gepasst. Und heute, wenn ich dann Fernsehen gucke und sehe, so die Kinder, wie die ausgenutzt werden, die kriegen eine Chance, die kriegen einen Song, der muss dann noch gleich ein Hit werden. Und wenn er nicht ein Hit wird, dann müssen sie wieder zurück an der Tankstelle arbeiten. Ja. Also das ist das Schlimme, was ich heute erfahre. Ihr wart in der richtigen Zeit. Es hat euch einfach alles gepasst. Ja, die Plattenfirma hat auch, die erste Platte von uns, die war ja auch kein Riesenerfolg. Und dann, danach hat das aber dann richtig geknallt. Dann haben die aber trotzdem weiter investiert, weil sie an die Band geglaubt haben. Und das fehlt heute einfach. Also lass uns anstoßen auf euren Erfolg. Danke, danke. Cheers, danke für den Besuch. Ich danke dir. Ja, liebe Zuschauer, das war's von uns erstmal, von Herzgeschichten. Und natürlich geht's nicht ohne ein kleines Drummer-Solo von Hermann. Mit Vergnügen. Cheers.